Was geht ab, Leute, neue Leute Games, und willkommen zurück zu Gears of War 5. Vernichten wir die Locust. Mit der Shotgun wird zerfetzt. Wo sind sie hin? Komm noch mehr? Weiter vorrücken! Nahkampf finde ich gut. Könnte Munition gebrauchen. Die platzen links und rechts. Ja. Und der nächste. Und der nächste. Holy shit, wie die Munition knapp wird. Headshot. Einfach das reinste Vergnügen. Retro Lancer. Nimm ich. Schneiden die Biste auch noch. Kann ich nicht angerannt kommen mit der? Der hat doch vorne das Ding. Alles klar, das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir hier wegkommen. Dieses Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Kann ich den da arbeiten lassen? Ja. Dave, kannst du es öffnen? Schneid's auf. Wenn die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Sehr schön. Oh, vorsichtig, bloß sie hängen bleiben. Yes. So viel zum Thema Silo. Hammerburst. Nehmen wir. Da können wir uns an jede Waffe gewöhnen für den Multiplayer, den ich natürlich ausgiebig zocken werde im Livestream. Oder auch nicht. Checkt's aus. Die genauen Zeiten auf meiner Instagram-Seite, NerdAlertGames. Oder halt auf Facebook. What the hell? Ah, ja. Grafik ist schick. Spielt's in 4K. Mega gut optimiert für den PC. James, wir sind über dir. Ich sehe dich. Da liegt eine Boomshot, genau da. Aber ich glaube, wenn er da hinfliegt, dann könnte er. Oh, Moment, kann er auf das Fass schießen? Moment, ich habe eine andere Idee. Ich habe mein Ziel. Gut, whatever. Du bringst mir die Boomshot. Oh, ist getarnt. Gut. Das wusste ich nicht. Okay, jetzt Feuer! Ach, komm schon. Ja, hat gerade so geklappt. Lassen wir die Hammerburst liegen. Matsche! Oh shit, das Loch direkt zugemacht. Oh mein Gott, macht die Hammerburst Schaden im Active Reload. Ja. Ja, ja, ja. Hey Dave, spring! Obwohl, ich hab die Hammerburst doch hier noch liegen. Hab mit der ganz gerne im Multiplayer gespielt. Oh mein Gott, ey, wie die Köpfe platzen. Es ist so geil. Der ist tot. Das müssen wir genießen. Weiter vorrücken. Schnell, brutal und taktisch. Hell yeah! Scannen immer schön die Gegend. Könnten noch versteckte Sachen finden. Okay, schließen wir auf. Alles, was die Locusts sagen, ist. Erzleucher vernichten! Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Lebt er noch? Oh, mit der Nasher gehen wir auch mal eine Runde ab, ne?
Ist es nur einer? Rush ich nieder. Aha. Oh shit. Ja. Mit dem Blindshot zerfetzt. Vorsicht, Schwarm! Oh scheiße, Träger! Zentrale, wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen! Ja, wir könnten so ein bisschen, haben wir der Morgenröte gebrauchen. Ach du Scheiße. Der hat auch noch Energie! Okay, Verstärkung unterwegs. Ich habe eine Schutzorder D1, was das sein? Oh mein Gott, Tri-Shot oder Tri-Shot D1? Oh, wo ist der Unterschied? Nehmen wir die! Wow! Oh mein Gott, das Zeug ist bestimmt auch noch giftig oder so eine Shit. Ich muss mich irgendwo verstecken. Da sollte man drauf schießen. Das hat eine Menge Schaden gemacht. Weg hier. Hat die mit der Nasher eben zerfetzen. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht zerfetzt. Oh Gott. Wenn man einmal nicht zielt. Boah. Mein Gott, mach was du willst mit dem Viech. Komm schon. Mach die Futterluke auf. Ja. Das Operationsgebiet ist jetzt sicher. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hey Zentrale, der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Kommt ihr jetzt so mit uns mit? Das wäre nämlich ziemlich fein. Kommt mit. Los jetzt. Verstanden. Können wir gebrauchen. Nope, ist zu. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Dave. Immer sofort an Dave denken. Er könnte das Ganze hier aufschweißen. Oder die ballern einfach vor. Was habt ihr vor? Nix? Kein Dave? Kein gar nichts? Wir können Waffen tauschen, habe ich das richtig gelesen? Jo, das ist praktisch. Da ist was. Dave, die Schalter. Hack das Teil. Schalltafel? Ja. Hey, Delta. Was zur Hölle hat Dave gemacht? Ich empfange lauter seltsame Daten. Streng geheimes Zeug. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch an der höchsten Sicherheitsstufe. Nimm mal mit. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Ich sehe mich schon mal nach möglichen Waffen, Granaten um. Ein paar haben wir gerade aufgehoben. Wir können aber immer mehr gebrauchen. Können wir natürlich nicht gebrauchen. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel, ey. Das Sliden, das Springen, wie brutal es ist. Es ist so... Oh. Sci-Fi. Ich will nicht schon wieder rausgehen, aber anscheinend war es das mehr oder weniger. Haha. Ich bin immer bereit für Splittergranaten. Ja, viel mehr werden wir wahrscheinlich hier nicht finden. Gehen wir raus. Eigentlich sollte ja das Büro irgendwo noch sein. Scheiße, Sion! Hat er das? Oh, das ist eine neue Waffe. Oh, geil, wie die halbe Decke dann runterkommt, wenn man irgendwas kaputt macht. Nein! Kann ich das Ding aufheben? Ja, die Tri-Shot gönne ich mir. Es ist so herrlich. Geh mal weg da. Trash hat aufgebaut. Vernichten! Verreckt. Scheiß Lokus. Oder bin ich einer von denen? Ich weiß nicht. Kacke. Leer. Leer. Gibt's doch einfach nicht.
Vernichten. Oskar. Oh Mann. Körperteil erfolgreich abgetrennt. Ist jetzt nicht die geilste Waffe. Ah, da, geschafft. Und schnell, das Büro des Kommandanten ist hier drüben. Die Tür ist versperrt. Wie immer. Und diesmal kann uns Dave auch nicht wirklich helfen. Nicht das Büro des Kommandanten. Hier gehen wir nur außen rum. Haben wir hier? Einsatzautorisierung für Leichtmassenrakete. Kleine nette Infos. Können wir immer gebrauchen. Vielleicht lässt sich die Tür von innen öffnen. Lassen wir Dave reingehen. Ja. Dave, die Lüftung. Sieh nach, wohin sie führt. Also, Bird will verschollene Daten. Wie sehen die denn aus? Nun, wenn sie aus dem Netzwerk genommen wurden, sind sie jetzt wohl auf einem externen Laufwerk. Perfekt. Reep, beep, beep. Sehr gut, Dave. So fortschrittliche Technologie, aber der muss immer noch piepen. Das Büro des Kommandanten. Sehen wir uns um. Ja, das ist es. Passende Ort für geheime Daten. Mach offen den Mist. Hey Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie verrennen uns. Da wird der Hammer der Morgenröte abgefeuert. Okay, gehen wir helfen. Springt noch. Na. Damit hat es Giz noch nie so. Munition. Impuls. Da waren sogar noch mehr Gefäße, die wir hätten jetzt zur Explosion bringen können. Wir können hier nicht zurückgehen. Fuck, da ging es irgendwo weiter. Da oben sind wir rausgesprungen. Da war bestimmt irgendwo noch ein Ausgang. Nehmen wir das Ding. Machen ein bisschen Party. Boomshot. Hier geht's nicht lang. Meine geliebte Nasha. Lassen wir die liegen für den Moment. Springmunition. Das ist perfekt. Oh Scheiße, das war kein Witz. Oh, da hinten ist ein Boomer. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Der ist es jetzt. Ja, zum Totlachen. Vernichtet. Angriff. Los, 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 los. Oh, die Dropshot. Okay, 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 okay. Ah, ich muss loslassen. Okay. Moment, Moment. Und loslassen. Was ein geiles Teil. Ah, ich lasse immer los. Was ein Teil, ey. Bam. Schön Active Reload versauen jedes Mal. Oh Gott, ich liebe es. Es ist so cool. Alles klar, der Kontrollraum ist sicher.
Fieber mit mir, teilt dieses Video, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und haut die Glocke kaputt. Lasst die Glocke klingeln, klickt auf die Glocke und klickt auf alle, dann kriegt ihr alle meine Infos. Da, ich bin so perplex hier. Okay. Wir haben noch eine Boomshot hier liegen. Ich muss die mitnehmen. Aber dafür lassen wir die Dropshot fallen und nehmen die Hammer Burst. Weiter geht's. Wir haben einfach nur Glück, dass der Schwarm sie nicht zerstört hat. Goddammit. Können wir die runterschießen? Können wir. Komm schon, die Zeit drängt. Beginnt die Startsequenz. Ja, mir egal. Dave, bring. Hol mal rüber. Nice. Her damit. Dave, Impuls. Da. Können wir irgendwas davon benutzen? Nope. Okay. Genug gespielt. Ich glaube. Genau. Was zum Teufel mache ich das? Vorne. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Delta, wir haben ein Problem. Die Luke des Silos. Sie klemmt. Natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Ja. Optionen. Raus da! Die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Keine Hydraulikenergie aktiv. Nein! Wir öffnen diese Luke. Was? Kleiner, hör auf deinen alten Herrn. Ihr müsst da raus. Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Zum Test angeleitet. Zündung Triebwerk 1. Gottverdammt! James! Mann, ich muss endlich aufhören, dir nachzulaufen. Viel Glück damit. Öffnen wir diese Luke. Goddammit, ey. Lass deinen alten Herrn da nur verrecken. Keine Ahnung, es muss oben einen Überbrückungsschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Hört sich nach dem Plan an. Ab durch die Hölle. Wir müssen über diesen Abgrund. Er ist tot. Okay, wie machen wir das? Haben wir JD dabei? Dave, lass die Plattform runter. Oder Dave, meine ich doch. Das wird hier gleich alles in die Luft fliegen. Ziel erledigt. Ist noch ein Abgrund. In dem Fall nehme ich gerne mal die Lancer. Muss ein bisschen schneller schießen. Wie der immer noch lebt. Wo ist denn der nächste Teil? Rakete? Normalerweise 4. Oh komm, Dave. Lass das Ding runter. Klemmt natürlich. Außenrum, los jetzt! Da oben! Die laufen nicht mehr so gebückt wie früher. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Dann nehme ich das Ding kaputt schießen können. Egal.
Hi! Matsche! Shit. Scheiße! Komm schon. 15 Sekunden bis zum Start. Wir müssen los! Beeilung! 10 Sekunden bis zum Start. Hey! Wir haben keine Zeit, komm schon! Dave ist noch da draußen. Wen juckt das? Er ist ein Roboter. Ist das seine Schuld? Zwei. Oh, hab dich. Start. Heiß, heiß, heiß. Echt unfassbar. Sam, du kannst uns abholen. Zurück, Leute. Oh, eine Sache. Jin hat Wind von unserem Ausflug nach Hammerland bekommen.